Zimmer. Wir müssen jetzt ein bisschen leiser sein. Volle Konzentration ist angesagt. 8:09 Uhr, 8:09, 9:09 Uhr. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Der Stell dich deinen Ängsten Tag. Ja, wie sind wir aufs Thema gekommen? Einfach nur so aus einer Laune heraus haben wir alle mal unsere Ängste erzählt. Phobien, und Uwe hat es dann ganz leicht angedeutet heute früh, dass er doch eine große Angst entwickelte, wenn er eine Spinne sieht. Ja, und nun, lieber Uwe, hast du dir das selbst eingebrockt? Ihr habt mir das eingebrockt. Ihr habt gesagt, das ist Benny aus Rostock ist da. Benny, das ist jetzt krabbelt jetzt gerade aus der Verpackung raus. Das ist so gewollt, ja? Ja, ja. Kann die springen? Nein, die springt nicht. Ist eine Bodenbewohnerin, die ist mehr auf dem Boden unterwegs als springen quasi. Ja. Wenn man da drauf tritt, ist das schlimm? Für die Spinne ja, für dich nicht. Das ist, du hast ja mehrere Vogelspinnen. Du kennst dich ein bisschen damit aus, ne? Das ist jetzt was genau für eine? Ja, das ist eine Gramulosa rosea. Mhm. Eine giftige? Für Insekten ja, für Menschen bedingt. Das heißt, wenn man allergisch ist, so wie ich, dann könnte es passieren, dass man da schon mal ein Problem bekommt. Genau, dann könnte man eventuell so Atemnot bekommen oder so. Aber ach, na, dann geht's ja. Daran wollen wir nicht denken, lieber Uwe. Wichtig ist, glaube ich, Benny, dass wir uns alle sehr ruhig verhalten. Genau. Also, merkt ihr, wenn man Angst hat? Ja, sie sind sehr empfindlich. Also okay. Sie kriegen schon mit, ob das Gegenüber ein bisschen ängstlich ist oder nicht. Aber darf man im Rad. Du, ich muss da. Ich scheiß mir gleich in die Hosen. Entschuldigung, aber ich muss da. Wow. Übrigens machen wir auch noch ein Video. Wir machen Fotos für unsere Ostseewelle-Seite, ostseewelle.de und Facebook-Seite, damit wir das auch alle nachvollziehen können, wie Uwe jetzt kurz vor der Ohnmacht ist. Oh, du, mir ist so heiß und kalt. Also mir ist alles eigentlich. Also, jetzt kann ich meine Hand davor tun und dann krabbelt sie drauf oder hakt sie mir dann gleich rein wie so ein Vogel, den ich irgendwie ärgere? Na, Benny, das ist jetzt nicht in Ordnung, was du hier machst mit mir. Ja, also am besten flach hinlegen. Mach mal vor, ich will das erstmal sehen. Da passiert jetzt auch nichts. Also die flach die Hand und dann muss die Spinne da jetzt selber raufkrabbeln. Guck mal, Benny zieht das selber wie ja, Espenlaub. Ja, das ist eine haarige Geschichte, Mann. Das ist, ja, so wie die Freundin, wenn sie nicht rasiert ist. Ach, du hast selber Angst, die Spinne in die Hand zu nehmen? Na, Angst nicht, ich habe Respekt. Respekt. Das ist wirklich sollte Respekt, haben, sollte man haben. Ja, siehst du? Ja. Es ist für die Spinne genauso aufregend wie für mich, das muss man dazu sagen. Und ich bin jetzt ein Weichei. Ja, du machst einen Pullover. Genau. Ich mache einen Pullover drüber. Damit das beim Pieken nicht ganz so weh tut. Zeig mal her, willst du mal gucken. Ja. Okay. Wir haben ja übrigens auch eine Webcam hier bei uns im Studio, bei ostseewelle.de, auch einfach mal reingucken. Die ganze Redaktion, die ist hier schon fleißig bei, so ich mache Musik aus jetzt hier. So. Du hast sie jetzt schon mal auf dem Arm. Sehr schön. Oh, Uwe, das finde ich jetzt aber mutig. Am besten die gleiche Höhe, dass die keinen Höhenunterschied hat. Ja, Uwe hat jetzt die blanke Hand. Oh, das finde ich jetzt aber mutig. Und sie macht die erste Schritte. Wir müssen warten, weil sie testet ja erst mit ihren Vorderbeinen. Benni, du zitterst ein wenig. Ja, Stimme, ne? Ich zitter ein bisschen. Ja. Naja, ich will ja nicht, dass Uwe... Aber sie hebt hinten immer ihren Hintern so hoch. Ist das jetzt, also ich finde das... Na, ich muss dazu sagen, sie gehört zur Gattung der Bombardierspinnen. Mhm. Das heißt also, sie knallt mir gleich eine. Nein, wenn sie sich sehr bedroht fühlt, dann streicht sie ihre Brennhaare hinten ab. Ist wie ein Glaswolle, fast nur halb so wild. Okay. Und das hat sie aber jetzt noch nicht gemacht? Nein, das hat sie noch nicht gemacht. Das sieht man dann auch. Sie ist auch gut drauf. Hat sie eigentlich einen Namen? Ja, sie heißt Gundula. Wir haben sie vorhin Gundula getauft. Okay, super. Ja. Sehr mutig. Wie kriege ich die da wieder runter? Das ist meine Frage. Oh, jetzt aber Respekt, Respekt. So, die ersten Füße sind schon auf der Hand. Jetzt ist sie zur Hälfte mit ihrem Körper schon drauf. Und ich mag es gar nicht glauben, es ist super. Die Vogelspinne sitzt auf der Hand. Uwe, du könntest ja jetzt applaudieren. Das wäre aber nicht so günstig mit der Spinne drauf. Ja, super. Also, Respekt. Ganz, ganz toll. Am besten so. Ich kann nichts mehr sagen gerade. Ja. Es tut mir leid. Ui, 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 ui. Jetzt muss sie nur noch zurückkrabbeln in die Box. Es muss alles etwas ruhiger angehen. Wow! Einen großen Applaus, das muss man mal an dieser Stelle sagen. Oh. Ganz, 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 ganz toll. Alter Mensch. Schwede. So. Leck mich am Hintern. Ich muss auf Toilette. Oh, ich bin... Ach, ist du, also ich bin gerade ein bisschen, es tut mir leid, also ich mag Weichei sein, aber das ist echt, wenn man so Angst hat. Nein. Und vor allem, wenn du diese Spinne auf der Hand hast und du denkst, ich könnte jeden Moment zuzwicken. Also ehrlich, Uwe, kannst du sehr stolz sein. Wir machen für Facebook auch noch ein Video startklar und Fotos. Also das könnt ihr euch gerne mal angucken, dann wenn ich halt... ich muss, wie es war? Ja. Sie hat sehr weiche Beine, muss ich wirklich sagen. Also
gar nicht so schlimm jetzt, wie ich gedacht habe. Mhm. Die größte Angst war vom Beißen. Wirklich. Ich habe gedacht, sie beißt mich. Sonst ist sie... Gundemann, du bist so niedlich, ich möchte dich doch mal haben! Sehr schön. Das ist aus dem Radio Mecklenburg-Vorpommern. Oh, jetzt nimm mir aber echt die Muffe, du. Ja, aber ja, ich weiß nicht, wer von euch beiden mehr gezittert hat. Ja, ist aber na klar, ist ja in voller Verantwortung, das kann man ja total verstehen, ne? So, dann